bin ich da. Ja, dann. Leute, wir haben doch nicht die Minzi gesagt, dass ihr es gar nicht mehr wisst, wer jetzt in sauren Käse gestiegen. Die Minzi. Hey, der Fetzen. Ihr müsst ein bisschen nachdenken, das könnt ihr nicht... Ja, wie ist? Wo ist der Rüdiger? Hockt der da unten? Wo ist er? Backstage! Ja, Rüdiger, mein Lauf! Heine Fetze! Rüdiger, zieh Pumps an! Oh, die hält dich mit Frischfleisch aus, da! Hey. Ah, das sind aber Schnittchen! Ich bin mit dem Bus da, ich nehme mit! Ich bin Elspeth! Sven! Darf ich deine Wikingerin sein? Thomas, oh, Thomas, ah, Michael, hey, 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 mein Gott, sind das Sitting Bulls da, ha? Also, jetzt aber nochmal, Leute, wer hat jetzt das bestellt? Ich komme mir vor wie auf so einem Vereinsausflug. Habt ihr das schon mal gemacht, so einen Vereinsausflug, ha? Michael Heber mal, komm. Das soll halt einmal so ein Stark wer sein. So, jetzt okay. Sena Miele. Hey! 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 Jetzt sind wir gut drauf. Ja, also, ich komme mir vor, wie bei so einem Vereinsausflug lädt. Wisst ihr, ich weiß nicht, gibt's. Jeder hat doch bestimmt schon mal so einen Ausflug gemacht, also zum Beispiel Feuerwehrler. Gibt's Feuerwehrler da hinten? Humpe, Dumpe, Zigarstumpe! Feuerwehr kommt mit Killerbombe! Ja, oder noch sind Mädchen ja so in so einem Hasendattenverein oder so Dattenbiber. Die machen auch gerne einen Ausflug. Und dann trifft man sich sonntig morgens, fahrt in Omnibus für so eine Halle und dann steigen die Leute und drucken die Nei wie die Gelde. Ich sag's euch. Geschi! Sind Sie der Busfahrer? Können Sie noch die Tür noch Luft machen? Die drucken so nein, dass ich gleich Goschnall nehme. Und kaum hocken sie auf ihre Zwetschge, Erschler. Aber zum Schwabeland hat man keine Zwetschgenkönigin, da hat man Zwetschge Erschler. Kaum hocken die drauf drin, man geht einen Zettel durch den Omnibus. Und dann muss man ein Strichle machen. Was man abends in der Beutz, also im Restaurant, essen will, dass dort schneller geht. Dass der Wirt es besser vorbereiten kann. Und jetzt komme ich ins Spiel. Wo ist das Servier drin? Ja, muss ja schon ein bisschen. Ach, jetzt hat er nicht einmal Kraft, das so lange zum Heben. Guck mal. Ach, Michael, muss ein bisschen ins Fitnessstudio gehen. So, und jetzt komme ich mit meinen Wiener Schnitzel abends in der Wirtschaft und dann glotzen mich die Leute wie eine Kuh, wenn es donnert. Weil nämlich abends am 7. keine Sau mehr in der Wirtschaft weiß, wo sie morgens am 7. im Omnibus der Strich mehr gemacht hat. Ja? Und dann bleiben in der Küche wieder ein Haufen Bärle Bratwurst übrig. Und an meine Wiener Schnitzel können wir die Panade wegkratzen, dass weiter Jägerschnitzel langt. Ja? So ist es. Aber jetzt nochmal, wer hat jetzt der Henne ins saure Käse bestellt und zwar mit extra viel Zwiebel? Nicht der, der muss eine gesunde Verdauung haben. Also der kann nachher auf dem Scheißhäusli, kann der kurze Strecke fliegen. Der, der das bestellt hat, das kann ich euch sagen. Hey, also die Kaltmämsel, die hat dreimal raus müssen zum frischen Luft schnappen, sonst hätte es der Nasenschleimheit weggeäst. Das kann ich euch sagen. Weiß eigentlich dahin, eine geschwinde Frage kommen, weiß jeder, was in saure Käse ist? Nein. Wer weiß nicht? So, also, wo kommt ihr her, dass ihr das nicht wisst? Ja, von Biel. Von Biel und du weißt nicht, was ein saurer Käse ist? Nein, wir essen Fleisch. Ihr esset Fleisch. Aha, da ist auch recht. Also, Haferkäse, ich trau mein Kind. Das ist doch nein, nein, nein. Nur ein saurer Käse.
Das ist also, ich sage es euch, ein saurer Käse ist im Schwabenland, sagt man, ein Backstuhlkäse, weil er die Form hat von einem Backstuhl. Oder Stinkerkäse, sagt man auch dazu. Und der wird in Scheiben geschnitten, kommen oben Zwiebeln drauf, Essig und Elne. Und so isst man den normalerweise. Und diesen Stinkerkäse, den gibt es in Light-Version, den gibt es 20%, 40% und 80%. Und ich kann euch sagen, der 80%ige, der geht ohne Umweg direkt auf die Hüfte. Der gibt euch sowas von seinen Airbags. Das müsst ihr euch also ganz genau überlegen, ob ihr den essen wollt. Wenn ihr ein paar Tage später zum Beispiel einen Arzttermin habt, wenn man dort da Blut abgenommen kriegt, das weiß man ja, es gibt gute Fette und schlechte Fette. Wobei ich finde, ich bin eine gute Fette, oder? Ich habe mir ja übrigens meine Nachbarin, die ist Single. Und die ist vielleicht durch. Also die hat fast nichts auf die Rippe. Also die ist sowas von durch, wenn du am Neger spazieren gehst, dann schmeißt Ende deres Brot hinter. Und ich bin so in meiner kriegt schon in den Hals. Und ich. Da bist du immer im Fluss da. Herzlich, ich guck dir, dann darfst du den machen. Weil sonst fahrt ihr nicht auf Bus. Weil sonst fahrt der Bus und ich mache immer noch Also nochmal. Und ich. Die ist Single. Und die ist stolz drauf, dass es so dürr ist und Single ist. Und ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, wieso sind jetzt die singlen Frauen viel schlanker wie mir Ehefrauen. Aber mir ist es eingefallen. Die singlen Frauen, die kommen abends heim, dann gehen die in den Kühlschrank, dann liegt nichts Gescheites drin, dann gehen die ins Bett. Wir Ehefrauen kommen heim, dann gehen wir ins Schlafzimmer. Wir halt in der Kühlschrank, wir Ehefrauen. Und ruckzuck hast du wieder ein paar Gramm drauf, gell? Ja, auf jeden Fall. Und im Hochdeutsch. Ja, das machen wir nur 20 Mal, bis du es kapierst. Das dauert länger. Also auf jeden Fall, oh, ich komme nicht vorwärts, auf jeden Fall, im Hochdeutschen sagt man Limburger dazu, aber der Käse, der kommt gar nicht aus Limburg, der kommt eigentlich aus Belgien, aber das ist ja jetzt gar nicht wichtig, es ist ja jetzt viel wichtiger, wer hat jetzt da hinten den sauren Käse? Mit viel Zwiebel, ohne Essig, ohne Ehl und ohne Bratkartoffeln. Das ist ein Furzklimmer. Wie mein Mann, das ist auch so ein Furzklimmer. Könnte ich sagen, wenn man dem in Euro zwischen den Arschbacken einschiebt, da geht Prägung raus. Also derjenige, der hätte jetzt fein welche Käsebrot stellen können. Da hätten wir nicht so viel Geschäft gehabt. Und ich esse ja normalerweise abends in der Küche alles, was übrig ist. Aber dass ich jetzt nicht so saure Käse esse, das sehe ich auch nicht ein.
Das wäre ja wie wenn ich Rindersteak von der Pudi essen würde. Das mache ich nicht, ich bin ja nicht dumm. Also Leute, ich sag's euch, als Servicefachkraft im Gastronomiebereich, das ist kein Honigschlecken. Ich habe ja jetzt letztes Jahr, Gott sei Dank haben wir wieder dürfen, nach Corona auf dem Volksfest auf dem Kennstadter Wasen geschafft. Hey, wie kann ich sagen? Das Zelt krammelt voll. Leute sind auf den Bierpink gestanden, Musik hat gespielt, so laut, dass du dein eigenes Wort nicht mehr gehört hast. Und dann sind sie zum 10. Mal Cordula Grün. Ich hasse Cordula Grün. Ich kann sie nicht mehr hören, ich kann es nicht sagen. Dann laufst du durch diese Gang durch mit deinen Schweinshaxen und deinen Gegeln, dann nimmst du nicht einmal einen Sport-BH irgendetwas. Dann druckst du dich da durch und dann musst du dir echt mal vorstellen, dann schreit mir einmal hinter dran: Hey Fräulein, bedienen Sie hier. Dann ich sag, nein, ich verkaufe Rasenmäher, sagen Sie das nicht? Ja, kann man denn auch so segelblöd fragen? Und dann die jungen Mädchen mit ihren Dirndeln und mit ihren geflochtenen Zipfeln. Ich habe sie gefressen. Wenn sie mir hinter drei schreien, Fräulein, haben Sie was Veganes? Glutenfrei, ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Dann ich sage, da, mein Serviette fressen. Da wird aus dem Leuchtmittel nichts drin sein. Ich kann es euch sagen. Und mit dem, wenn das mit dem Vegan und mit dem Vegetarisch so weitergeht. Nein, da sehe ich mich mit meiner rauten Würst draußen bei den Raucherständen. Und ich habe mir auch ganz lange überlegt, wenn das so weitergeht mit dem Vegan, mit dem Vegetarisch, was passiert noch mit den ganzen Hennen? Mit den ganzen Rindviechern? Mit den ganzen Sei? Aber mir ist es eingefallen. Die Henne, die gehen alle zu Germany's Next Topmodel. Die Rindviecher, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gehen sie in Politik oder sie gehen ins Dschungelcamp. Und die Sei, das sind die, wenn ihr nachher heimfahrt und in ein Viertel zu viel drum geht, dann lasst sie euch blasen. Weil auf der Straße wird kontrolliert. Also so ein kleiner Tipp am Rande, gell? Naja, und ich werde ja auch auf den Tag, wo sie überall dahin in die Festzelle, überall Alexa stand dahin. Und dann bin ich über der Surfer der User mit den Ohrlappen verbunden. Und kriege gesagt, wo ich was nicht tragen soll, über der Surfer und der User. So weit wird es noch kommen. Aber Leute, Alexa, für mich daheim, tät ich mir nie her. Hat die überwacht und doch. Ja, ich will doch nicht, dass wenn ich mal einen Kühlschrank aufmache, dass du sagst, Elsbeth, du hast diese Woche 7 Flaschen Weizenbier, 3 Liter Weißwein, 2 Flaschen Seko, 1 Kilo Käse, 3 Kilo Schinken verbraucht. Am Tag! Und dann melden die des weiteren Krankenkasse. Und dann kriege ich einen Anruf von meinem Doktor, ich soll kommen zur Gesundheitsuntersuchung, weil ich adipositasitös bin. Nein. Nein, ich brauche auch keine Alexa, wo mir sagt, wie es Wetter wird. Ich brauche keine Alexa, wo mir sagt, wie es Wetter wird. Dann laufe ich ins Fenster und dann glotze ich aus. Und wenn es regnet, dann freue ich mich. Weil wenn ich mich nicht freue, dann seucht es trotzdem. Sieht man ja halt. Aber jetzt nochmal ganz ständig vor. Wer hat jetzt da hinten in nicht so sauren Käse bestellt? Ich stand mir da nicht fies im Bauch.
Guckt mal, früher haben die High Heels gehabt. Jetzt Dabber weg an meinem Hallux Valgus. Ja gut, dann machen wir das jetzt so. Ich gehe jetzt dann. Und ich sag's euch, wenn dann irgendeiner sich beschwert, die Bedienung wäre da hinten nichts gewesen. Ha, dem gehe ich hinter drei. Und dann druck ich dem. Eugehändig den nicht so saure Käse in Briefkasten ein. Bloß, dass das klar ist. Und ihr könnt meinen mehr fragen. Wenn ich narr bin, dann bin ich keine Gute. Über 25 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Über 25 Jahre. Aber gut, scheiden lassen tät ich mich jetzt nie. Gar nicht, das darf für mich gar nicht in Frage kommen. Weil warum soll mein Mann noch ein paar schöne Jahre haben? Und ich muss euch auch noch sagen, und jeden Morgen, wenn ich im Bad stehe, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel reingucke, dann denke ich, jawohl, Chaka, das Gesicht, das gönne ich meinem Alter. Jeden Morgen. Ich sage, gell, zum 25-Jährigen, da haben wir schon krachen lassen, mein Alter. Da sind wir also, haben wir eine Schiffsreise gemacht. Ja, Mensch, das war toll. 14 Tage lang sind wir auf der AIDA umeinander geschifft. Ist da am Schluss eine Oberin hergekommen und verlangt 300 Euro. Dann sag ich, für was? Dann sagt sie, für den Obstsalat. Dann sag ich, was für ein Obstsalat? Ich habe ja gar nie einen gegessen. Dann sagt sie, das ist scheißegal. Abend ist am Buffet ein Obstsalat zur Verfügung gestanden, dann müsste ich den auch zahlen. Dann denke ich, sauber. Dann mache ich auch eine Rechnung auf. Da hat sie mein Mann verführt. A 100 Euro, macht den 14 Tage 1400 Euro, minus 300 Euro für den Obstsalat, kriege ich noch 1100 Euro von ihr. Dann hat sie gewedelt mit hinten und Füßen, das könnte nicht sein, sie hätte mein Mann nie erklärt. Dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, ein Abend ist der Bar zur Verfügung gestanden. Und dann haben wir ja auch noch ein Kamasutra-Buch zur Silberhochzeit geschenkt. Nein! Ein Kamasutra-Buch. Sei die 68, Nummer 279. Wir haben sie ausprobiert. Der Kastensprung. Hast du den auch schon mal probiert? Aber ohne Vorlage. Leute, das müssen wir den, also das müssen wir genau durchlesen, weil die Nummer, die kann Jesus-mäßig in die Hose gehen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ne, ich habe nicht gesagt, wir stellen jetzt einen Buckleiter vor der Schlafzimmerkasten ein. Du gehst oben in den Hockey auf der Kasten. Ich dockel mich aufs Leid durch. Phase nicht. Ich zähle von 10 auf 0 runter. Wenn ich bei der 0 bin, nimmst du einen auf und springst du direkt den Weg auf mich drauf. Leute, ich bin bei der 0 gewesen. Mein Mann nimmt einen auf und kriegt du die Kurve nicht. Boah! Hat der sich die Schnäpperle in den Bettladen geschlagen? Der ist im Kreis, im Viereck, im Schlafzimmer rumgerannt. Der hat der Kjot, der hat der Kjot, der hat der Kjot, das habe ich sonst noch gar nicht gehört. Dann ich gesagt, also Mölli, bloß dass das klar ist. Die sind die 68 mit der Nummer 279. Die reißen mir jetzt sofort raus. Die Nummer machen wir nicht mehr. Die ist ja scheiße. Da hat ja bloß mal mehr was davon. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Wow, es ist so toll, wenn man endlich wieder auf der Bühne darf oder auf den Stuhl. So lange haben wir es nicht mehr dürfen. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier bei euch sein darf. Tolles Publikum, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein darf. Und es ist einfach toll. Tolle Verein, tolle Räumlichkeiten. Drüber ein tolles Essen, tolles Publikum. Und ich werde jetzt sagen, ich singe nur ein Lied mit euch, aber bevorher, Daddy, sage, stoßen wir geschwind an, trinken wir auf die Männer, die wir lieben und die Penner, die wir kriegen! Wasser zieht, merke ich, dass eine Zapfenlage in der Mähe. Also, jetzt singen wir noch schön alles. Und zwar, ich singe voraus, ihr singt hinter drei. Wir haben noch immer als Fahrrad, Fahrrad. Ich habe gesagt, das immer Foto. Foto. Der Papa hat gesagt, das will er behalten. Den Gipfel, den Alten. Er im Doppel, sie im Doppel, das Kind hat keine Ehre. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat keine Haar. Hat es irgendwelche Reingeschmeckte da, wo das nicht verstehen? Wo sind er her? Wo sind er her? Berlin, aber wir gehen auch wieder zurück. Berlin. Und wegen was sind er da? Wegen was seid ihr hier? Warum seid ihr hier? Wegen dir! Wegen dir! Ist das deine? Ja, hast du keinen Partner gefunden? Und wie lange bist du schon hier? Wie viele Jahre bist du schon hier? Fast 5 Jahre. Fast 5 Jahre und kennst noch so wenig Schwäbisch? Dann hättest du auch direkt mit vor einem Jahr gekommen wär. Schwäbisch-Badisch, also da. Nein. Na also, wie lange bist du schon hier? 5 Jahre. Und du kennst noch so wenig Badisch. Dann hätte es aber auch gereicht, wenn du vor einem Jahr gekommen wärst. So, jetzt weiter. Ach so, halt, ich muss es ja erklären. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat grüne Kräne, Herle. Okay? Wir haben da heute einen alten Opa. Opa. Ich habe gesagt, den sollen wir Foto. Foto. Der Papa hat gesagt, den will er behalten. Den Simpel, den Alten. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat Kräne. Sie ein Doppel, das Kind hat keine Haar. Wir haben noch immer alte Oma. Ich hab gesagt, man soll sie Foto. Der Papa hat gesagt, er will sie behalten. Du beißen, du alle. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat keine Haar. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat keine Haar. Wir haben noch immer altes Ehebett. Ehebett. Ich hab gesagt, das soll man Foto. Foto. Der Papa hat gesagt, das will er behalten. Du ich Furzmull, du ich alle. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat keine Ehre. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind hat keine Haare. Wir hinterholen ein Vibrator. Der Papa hat gesagt, wir sollen ein Foto. Foto. Ich hab gesagt, ich will den Palle, den Schindler, den Alten. Er ein Doppel, sie ein Doppel, das Kind.
Der Lienerin, Berlinerinnen Vibrato ist ein elektrischer Italiener. Nommelen Vibrato. Der Papa hat gesagt, wir sollen Foto. Und ich habe gesagt, ich will ein Paar.